Risikospiel Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig nutzte Dr. Roy Kühne die Möglichkeit zur Einsatzbegleitung von Bundes- und Landespolizei. Wir diskutieren ja zunehmend, wenn man das Bevölkerungsgefühl sieht, wie viele Leute mit positivem Gefühl an Fußball rangehen, wie viel das eigentlich kaputt machen nachher, was der Steuerzahler zahlt und Pensionen. Für mich als Quereinsteiger in die Politik, ich bin kein Fußballfan, aber ich reg mich darüber auf, wenn ich sehe, was da für Transfersummen gezahlt wird, wenn wir uns die Rechnung angucken und was dann zum Schluss der Steuerzahler zahlt, wie viele Leute wirklich guten Fußball wollen, wie viele das kaputt machen. Und dann macht man sich schon Gedanken. Ich meine, das sind keine Klarzettschlüsse, sie stehen ja mit ihrem Leben, mit ihrer Gesundheit. Und das sollte uns als Steuerzahler und als Politiker auch wert sein. Und das sehe ich ja manchmal auch danach so mit Polizei umgegangen, dass wenn mal was passiert, im Rahmen von Traumapolitik etc., das wissen die wahrscheinlich besser, wie ich wieder umgegangen wird. Und das ist ein Punkt, wo ich glaube, mehr Fokus auf. Nach einem Einführungsgespräch mit dem Einsatzleiter der Bundespolizei, Florian Gütlein, wurden im Braunschweiger Hauptbahnhof die ankommenden Hannoveraner Fans beobachtet. Mittwoch gekommen, dann kommt es noch Freitag frei, Montag, je nachdem, und Dienstag sind wir irgendwann. Im Anschluss an die Besichtigung der Polizeidirektion Braunschweig und Einweisung in das Sicherheitskonzept für dieses Derby erfolgte ein Transfer in das Lagezentrum der Polizei im Stadion. Die Beamten erläuterten hier ihre personellen und technischen Einsatzmöglichkeiten. Der ehemalige Innenminister Uwe Schünemann war ebenfalls vor Ort und konnte einige Fragen beantworten. Für mich als Bundestagsabgeordneter interessant, was hier läuft. Von mir aus die Frage natürlich, wie geht das Land mit den Kosten, die hier für das Land entstehen? Frage, die immer wieder auftaucht natürlich, sollen die Vereine beteiligt werden? Du als ehemaliger Innenminister hast viele gute Ideen gehabt. Wie ist dazu deine Meinung? Jedes Jahr sind es etwa 8 Millionen Euro, die die Steuergelder gebraucht werden. Und trotzdem ist es nicht möglich, dass man das den Vereinen aufdrückt, weil ansonsten müsste man das auch bei allen anderen Großveranstaltungen machen. Alles, was außerhalb des Stadions ist, muss sowieso die öffentliche Hand, muss also die Polizei eingreifen. Aber was absolut richtig wäre, wenn man Präventionsmaßnahmen von der Bundesliga finanziert bekommt. Hier haben wir immer wieder Initiativen gehabt. Es ist etwas erhöht, aber immerhin muss noch 50% auch wieder aus Steuergeldern bezahlt werden. Das macht keinen Sinn. Das sollte zu 100% aus meiner Sicht von den Vereinen selber bezahlt werden. Wie ist dir die Bereitschaft der Vereine, auf die Politik zuzugehen? Oder ist die Politik immer diejenige, die auf den Vereine zugeht? Wie ist die Bereitschaft der Vereine, mit euch da zu kommunizieren? Es war in der Vergangenheit schon so, dass man natürlich mit uns gesprochen hat, ist gar keine Frage, aber es war überhaupt keine Bereitschaft, wirklich zu 100% diese Fanprojekte auch zu bezahlen, was ich nie verstanden habe. Wir haben zwar rechtlich vielleicht Möglichkeiten, auch zumindest die Kosten, die im Stadion anfallen, den Bundesliga-Vereinen aufzudrücken, aber das wäre sehr, sehr schwierig. Stuttgart hat es zum Beispiel mal gemacht, dass sie im Stadion gar nicht gewesen sind, sondern nur außerhalb. Das macht aber wenig Sinn. Man muss da vernünftig miteinander dann auch zusammenarbeiten können. Und ich glaube, dass es das richtige Signal wäre, wenn die Bundesliga sich hier besser engagieren würde. Uwe, vielen Dank für das kurze Interview. Ich wünsche dir noch ein gesundes Spiel. Man sieht sich. Alles klar. Tschüssi. Gut. Tschüss. Nach Spielende konnte Dr. Roy Kühne im Bahnhof noch mit verschiedenen Einsatz- und Spezialkräften ins Gespräch kommen. Die Abreise der Hannoveraner Fans erinnerte nach Aussage eines Polizeisprechers eher an einen Schweigemarsch als an ein Fußballspiel. Wir sind